Oh, und hier weiterhin die grüne Hölle. Ja, du kommst dann auch jedes Mal ins Bild, wenn ich sowas Blödes sag. Da vorne ein Strauß. Ja. Auch ein schöner Kanal zum Schießen, wunderbar. Und wie ihr seht, wie ich schon gesagt habe, das ist hier unten ein komplett anderer Wald. Wirklich grüne Hölle. Verdammt. Richtig schön. Überall Akazien, Robinien, Kastanien und alles. Grün im Gegensatz zu oben, wo dann dieser trockene Kieferwald ist. Sehr schön. Kommt vorbei, guckt es euch an. Mike bereitet sich vor und ich unterbreche ihn gleich. Mike, stopp, stopp. Du nimmst nicht diesen Bogen, jetzt schießt du mit meinem. Jetzt machen wir einen Bogentausch. Ich führe noch, das heißt, ich muss meine Führung ausbauen. Mit Mit allen Mitteln. allen Mitteln. Wenn es um Schorle geht, versteht der Pfälzer keinen Spaß. Also Mike jetzt mit dem ILF-Bogen auf den Strauß. Dafür hat er den Vorteil, dass er hier unten ja schon wohnt eigentlich auf dem Parcours, denke ich Ja, mal. ja, ja. Also Mike, 75 Pfund ILF. Diamond Design, auf geht's. Verdammt, der trifft natürlich auch. Oh, der Wo Motor steckt da. er? Ich glaube, der ist ein bisschen über dem Kiel, aber der war gar nicht schlecht. Das Ding geht kerzengerad. Geil. Oh, geht. Ja, Bogenschießen hat auch nichts mit der Flugbahn des Pfeiles zu tun, Herr Große Brömer. Wie akkurat der rausgeht, wie präzise. Hammer. Warte mal, ich versuche mal vorne scharf zu stellen. Bleib mal ein bisschen im Anker, du wirst doch Kraft haben, oder? Komm. Ah, Thomas! Jawohl! Nein, Der nein, nein, zählt! nein, Der nein, nein, zählt! nein, nein, Nix, nein, nein, nein. jawohl! Ich glaube, es hakt Na, einfach mein ein bisschen Schorle am Anker, kommt, bleib im mein Anker. Schorle kommt! Nein, 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 nichts, das zählt nicht. So kriegt man sie, die Jungs, so kriegt man sie. Still scharf. Ja, Butterfinger! Warte, ich stehe scharf? Ja, es muss. Auf geht's! Komm, ich hab's, jetzt kannst du. Ja, und drüber. Ich hab's gewusst, man muss ihn nur müde machen. Die 75 Pfund, die zehren dann doch. Die machen müde. So, die nächste beim Ostrich. Der gute Vogelstrauß. Anja, auf geht's. Sind halt keine 75 Pfund, Mike, ne? Warum muss man so einen Scheiß auch schießen? Jawohl, der sitzt gut. Läuft? Läuft? So, jetzt kommt Papa Bär mit Mike seinem Kanonenbogen hier. Darf ich natürlich nicht versagen. Mike hat nur einen Treffer bei Doppelhander. Ach, das ist ja sehr, das ist ja zierlich. Aber da geht auch vorwärts, das muss ich tief halten. Ja, fuck, nicht so tief. Oh Mann! Ja, wenn man schnellen Bogen gewöhnt ist und dann halt auf dem Mike seinen wechselt. Schieß! Shut up and shoot! Naja, der ist noch, der ist noch, der passt. Komm, Mike, ein Pfeil schieße ich noch kaputt. Beim Scholle, da gibt es schon Thomas Aufsitzer, Baumabpraller. Soll ich mir ins Gesicht schießen? Ja, ich schieße ins Kiel. Da. Ja. So easy ist das. Na gut, drei Versuche. Hey, hey! So, halt. Und jetzt gibt es auch in Bad Dürkheim ein bewegliches Ziel. Mike ist dabei, hat es gebaut. Super gemacht. Also richtig, richtig toll. Rennend Wildsau. Und los geht's. Da kommt sie. Vorbei. Habt ihr die typische Handbewegung wieder gesehen? Boah. Mike! Xenia ist begeistert. Bei Regen rennt sie ein bisschen langsamer, da haben sie mich verschätzt, ne? Xenia ist begeistert, da rennt eine Wildsau durch den Ah, Wald. das ist die Anja. Auf geht's. Da kommt sie. Ja, das klingt aber gut. Spot! Die
Die nächste an der Reihe, Anja, bewegliches Ziel. Xenia, hol sie die Sau! Auf geht's! Und wieder drüber. Mal dieser böse Blick. Auf geht's. Jawohl, sehr gut. Ja. So, rennende Sau. Ich probiere das Ganze wieder mit Full Metal Jacket. Ist langsam genug. Auf geht's. Ja, was soll ich sagen? Ich brauche keine zwei Pfeile, Herr Große Brömer. Respekt. So, dann gucken wir uns die Konstruktion mal an. Ja, was soll ich sagen? Ein Kill mit dem ersten Pfeil nehme ich. Und die Konstruktion. Was hat er da gebaut, der Mike? Ja, wir können gleich nicht hoch, da müssen wir zwei, drei Stufen machen. Schöne Schiene, leicht bergab. Mit einem Puffer vorne. Puffer hinten. Sehr gut. Was ist das für ein Rollsystem? Was hast du denn da gemacht? Das ist ein Skateboard. Ein Skateboard? Eine Rolle vom Skateboard und dann ein bisschen ein Brett drauf geschrieben. Geschraubt. Ganz simpel. Funktioniert. So ist er. Und der Daniel Düsentreb von Bad Dürker. So, weiter geht's. Kleiner Sturzflug. Wir kommen langsam wieder in die oberen Regionen. Sehr gut. Da stehen sie, die Jungs. Respekt. Bergaufschuss, ich schätze mal auch wieder so 35 Grad. Unser Parcoursbauer, Number One. Oh, der war schlecht. Unwürdig. Wurde schlecht. Jawohl, jawohl. Ja, komm, sei nicht so hart mit dir selbst. Ja, Wurstfinger aus der Optik, Mann. Der Full Metal Jacket hat sich bewährt. Also ich führe eigentlich schon uneinholbar. Das ist die nächste Chance. Geier. Ich nehme den linken. Und das ist voll ins Herz, junger Mann. Perfekt. Also, Fazit, jetzt schon mal gleich zwischendurch. ILF, ich war skeptisch am Anfang, aber verdammt, verdammt. Ich meine, 75 Pfund ist natürlich wirklich für mich auch ganz easy zu handeln. Ist schön, ist ein total akkurater Bogen, ist extrem schnell. Ich bin total überrascht, wie schon gesagt, vorhin die 290, ich konnte es kaum glauben, für 75 Pfund. Respekt. Wenn man Full Metal Jacket schießt, ist der Bogen auch leise, definitiv, ganz klar, ist auch besser für den Bogen. Trifft genau auf den Punkt. Man muss sich extrem konzentrieren, dass man auch sauber löst, aber ich bin da sowieso ein Freund davon. Alles, was dich erzieht dazu, dass du sauber löst und sauber schießt, ist immer gut. Das heißt, das Schnuddeln abgewöhnen, sauber schießen, dann ist der Pfeil auf den Punkt. Mike weint gerade ein bisschen. Alles ist gut. Wenn man Schwein zu Mike zum Wein bringen kann, ist alles gut. Hau rein. So, letztes Tier im Afrika, in der Safari-Runde, Afrika-Runde. Und da sind wir jetzt genau an der Grenze von Grün zu Fichtenwald. Und da vorne, oh, ist auch schon ein geiler Stamm hier. Oh, da ist ein Loch drin, da schießen wir durch. Hier hinten ist ein Stachelschwein. Mike, sag ja, was. Ja. Stachelschwein. Stachelschwein. Schönes Tier. Ach, die Entfernung ist nicht so einfach. Auf geht's, Anja. Gut. Gut, reicht. Ja,
Oh, immer dieser treue Hundeblick. Habe ich nicht genug gelobt? Super Schuss. Au! Und was soll ich sagen? Bogensport extrem. Auch wenn Mike sein T-Shirt nicht anhat. Übrigens, du hast dein T-Shirt nicht an, Mike. Katastrophe. Wir haben zu kalt, Quatschkopf. Wir haben hier einen richtig geilen Schuss gefunden. Hier in diesem alten, schon ein schöner Stamm. Dadurch. Ja, da hat er ein Loch, dieser morsche Baum. Guckt mal da hinten. Da hinten kommt die Stachelsau. Und da stellen wir uns jetzt einfach mal so 10 Meter von dem Loch weg und versuchen, das Stachelschwein dahinter, das sind noch ein paar Meterchen bis dahin, ich schätze mal so 25, zu treffen. So, Mike in der Konzentrationsphase. Da hinten seht ihr es durchs Loch durch. Ich versuche es nochmal zu zoomen. Oh, verdammt. Muss ich es wieder rausschneiden? Ja, komm, einmal kann Zufall sein. Zeig. Oh. Das kann wirklich Zufall sein. Ja, das ist halt Bogensport extrem. Klasse, Mike. Super gemacht. So. Nehmen wir natürlich ein Opferpfeil. So. Jawohl, Mann. Und der ist ein Kill. Ja, natürlich. Und das war's ja klar. Ein Pfeil muss ja kaputt gehen. Einer will das natürlich auch probieren. Nee, du. Das wird nix. Das wird nix. Ich habe gesagt, ein Pfeil muss kaputt gehen. Leute, und hier ist Safari Ende. Jetzt hätte ich fast das Xenia Wingemol. Das wird nämlich nichts. Also sehr schöne Runde. Hat Mike super aufgebaut. Hier steht es auch. Safari Ende und man kommt raus. Oben zwischen Spinne und Hirsch am normalen Parcours. Und kann dann entweder gleich weitermachen oder wieder von vorne beginnen. Einfach ein geiles Gelände. Alles klar, haut rein. So Leute, zum Abschluss, ILF, 75 Pfund, Diamond Design und ich probiere natürlich jetzt auch den 110 Yard Schuss, ob ich da durchkomme mit dem. Ich denke schon, das wird was. Ich probiere es einfach. Knapp rechts daneben. Xenia, komm! Der kommt! Jawohl! Passt! So, auf geht's. 65 Meter. Hier hinten steht der Bär. Da vorne ist auch der Bär, der zieht gerade. Mike, oh, the der steckt aber schön. Mike the Machine. Der steckt aber schön. Du bist echt eine Maschine, Mann, oh Mann. Komm hier. Xenia, ja hier. Komm hier. Komm. Na komm. Komm doch. Komm. Lass doch. Auf, schieß. Steckt er gut. Boah, Mike, du bist echt eine Maschine. Wahnsinn. So, jetzt zeig mal der Daumen. Eigentlich sehe ich deine Handbewegung, deine typische Handbewegung sehe ich viel lieber. Komm, mach mal. Ja, nee, mach mal. Nur wenn ich vorbeischieße. Oh, Anja probiert es natürlich auch wieder. Was soll ich sagen? Der Versuch zählt. Komm, überrasch mich.
Ich höre nichts. Ja, ja, das ist schon weit, komm. Oh, nee! Alter, sieh mal, was so eine Sekunde Anker bewirken kann, ne? Schon geil. Jetzt kann ich eigentlich nur verlieren. Mike zweimal ins Kill, Anja auch getroffen. Ja, vielleicht habe ich Sonne, schauen wir mal. Alles klar.